Für Berti Vogts lässt die kasachische Grafik ein Sternchen hin und her flitzen. Hat er sich auch verdient. 96 Deutschlands letzten Titel geholt, die Europameisterschaft in England. Genau den Titel, den Jogi Löw auch anstrebt. Aserbaidschan in Blau und Berti schon leicht verärgert. Denn die Kasachen in Weiß zu Beginn kreativer. Mit Lauf finden. Und gefährlichen Freistößen. Wie der von Samatsmakov aus der 6. Minute. Die Kasachen ideenreich. Leere Sitze wurden überdeckt durch Nationalfahnen. Das Team bisher auf dem Torestand von San Marino. 0 Treffer in 5 Spielen. Heute musste es klappen. Husainov verliert den Ball. Gedriev und Gridin. Sergej Gridin spielt in der heimischen Liga beim FC Tobol. Sein erstes Quali-Spiel überhaupt. Aserbaidschan mit dem Sensations-1-0 gegen die Türken im Rücken seltsam passiv. Aber dann schummelt sich Rauf Aliyev in Position. Torwart Roman Nesterenko schnappt sich seinen Vierer. Mukhtar Mukhtarov. Klangvoller Name, dilettantisches Defensivverhalten. Mukhtarov, einer von gleich 6 Qualifikationsdebütanten. Miroslav Baranek krempelte die Mannschaft von Bernd Storck um. Storck nach dem Heim 0:3 gegen Deutschland gefeuert. Ein paar durften bleiben, zum Beispiel Heinrich Schmidtgall, der Oberhausener. Konisbajew mit schiefem Kopfball. Schmidtgall, gerade von einem Sehnenriss im Knie wieder genesen, konnte den Oberhausener Abstieg aus der zweiten Liga nicht verhindern. Kein Tor zur Pause, macht nix. Sie sind schon dran gewöhnt. Aber dann Sergej Ostapenko auf Sergej Gridin. Das 1:0. Das erste Tor. Jetzt rockten sie Astana. Endlich, endlich, nach 508 langen Minuten Europameisterschaftsqualifikation hat's geknallt. Und ins kasachische Ehrenbuch der Fußballgeschichte darf er sich eintragen, Sergej Gridin. Wie unkonventionell hat er diesen Treffer erzielt. Mit dem linken Außenriss stößt er den Ball ins Tor. Die Kasachen spielten zwar nicht nach Lehre, aber durchaus erfolgreich. Bertis Jungs vor einer Niederlage beim Tabellenletzten, das ist natürlich nicht der Anspruch, findet auch Afran Ismailov und dribbelt sich nach vorn. Auch seine Flanke kommt noch an bei Nadyrov und Torwart Nesterenko von seinen Verteidigern und guten Geistern verlassen, stürzt heraus, das 1:1. Vuga Nadyrov, das 4. Qualitor der Aserbaidschaner, der 4. Torschütze. Kein Verteidiger hilft Torwart Nesterenko, aber wie er rausspringt, das ist ungeschickt. Gedriev am 5-Meter-Raum getummelt. Bertis Kapitän Sadygov will hier einen Freistoß, bekommt ihn aber nicht. Stattdessen Marat Kairulin, der Messi Kasachstans, auf Sergej Gridin. Das 2:1 und dieser Gridin hat ja wohl eine goldene Gabe. Der linke Außenriss funktioniert erneut. Das erste Tor hat er so erzielt, das zweite auch. 1,94 Meter ist der groß, der Gridin, und sieht doch elegant aus. Vom schönen Angriff ließen sich die Aserbaidschaner nochmal inspirieren. Der eingewechselte Murat Husainov und Smakov vor der Linie. Das Sternchen, es flitzte immer noch um Bertis Namen. Aber der Glanz, er sprang einfach nicht über auf sein Team. Aserbaidschan verliert 1:2.